Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Ich bin eigentlich fertig, eigentlich, denn ich muss noch, soweit ich weiß, zwei Dämonentür öffnen. Und zwar diese da hier. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, danke, es freut mich auch, dich zu sehen. Noch ein knochiger Abenteurer, der meine Reichtümer plündern will. Mich interessiert euer dürrer Kadaver nicht. Nehmt erstmal zu, ich will fleischiges, fettes, dickes, schweiniges. Seid kein Sklave der öffentlichen Meinung und esst mehr Kuchen. Fleisch esst euch dick und fett. Okay, was will er? Man soll sich fett essen. Ich hab's nie gemacht, weil ja, fetten Helden, ne. Aber ich weiß, man muss irgendwie 20 Äpfel oder so muss man essen, damit man fett genug ist. Dich packe ich am besten gleich hier hin und dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mal schauen, ob es reicht. Oh nein, nö. Noch nicht, ich sag QS. Hä? Das Leben ist sinnlos. So sinnlos. Und? Endlich. So gefällt dir das, ja. In jedem Fetten steckt ein dünner Ich sage, in jedem ist ein Vetter, der rein will, tretet ein gewichtiger Wandersmann. Oh yeah, yeah. Vielleicht sollte. Ja, man, die Rüstung kaschiert zum Glück. Ah, hier, Kleidung. Oberkörper. Ja. Ist gar nicht mal so, aber naja, trotzdem irgendwie. Fett! So, wo ist hier die Truhe? Da am Ende. Was ist drin? Was ist drin? Hoffentlich hat das sich gelohnt. Willenskraft mal. Das lohnt sich doch. Gegenstände, Tränke. Genau hier. Benutzen. Usa. So, jetzt geht's ab in die Nekropolis. Denn dort ist noch eine Tür, die geöffnet werden will. Ist ein Snowspire am schnellsten? Ja, der Snowspire, dann dort ein anderer, bla 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 bla. Sick, so. Ich kann es nicht besuchen, ich glaube, ich kann es nicht. Naja, ich laufe jetzt mal zur Nekropolis. So, hier bin ich nun in der Nekropolis. Oder Nekropolis. Geisterstadt. Oder was weiß, oder was weiß ich. Das Wichtige bei dieser Tür ist, ihr müsst alle eure Silberschlüssel abgeben. Und zwar jeden einzelnen. Also, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr alle Truhen gefunden habt oder sonst noch was, schaut lieber nochmal nach. Denn die Schlüssel sind dann für immer weg. Gut. Ja, nicht immer umhüllen, umhängen, stellst du. Ja, ja. Hier, alle. Seid ihr wirklich sicher, ja? Komm zu Daddy. Bitte sehr. Wehe, dahinter ist nichts. Oh, hoppala. Das sieht ja mal speziell aus. Was ist da drin? Eine übergeile Ultrawaffe? Der Berauber. Sieht aus wie ein Schwert von Zwillingskling. Mal anschauen. Oh, da, wo bist du? Der Berauber. Zweihändig, Gewicht schwer.
Die Herkunft dieses Beitschwerts ist von Geheimnissen umwittert und mit Blut getränkt. Obwohl es von einem der bösartigsten Helden der Gilde geführt worden sein soll, ist sein Name nirgendwo aufgezeichnet. Einige behaupten, es gehört da keinem Mann, sondern einem Dämon. Daher würde das Feuer der Hölle aus ihm herausschimmern. Ja, also wenn schon ein Dämon gehört, dem bösesten Helden der... Ja, komm. Also es sieht irgendwie... Naja. Ist es besser als das Soulscore-Schwert? Hol euch. Da. Das Soulscore-Schwert ist das beste Zweihandschwert, so wie es aussieht. Na, Schwert der Ewigkeit. Es ist schnell, es sieht vor allem geil aus. Okay. Was könnte ich jetzt eigentlich noch machen, weil ich weiß nicht, wie lange der Kampf dauern wird und dann noch der Abspann. Ich mache lieber das in meinem separaten Video. Dann kann ich hier noch ein bisschen aufräumen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Noch ein bisschen schnetzeln. Das Fett wegbringen. Ah ja, ich könnte ja noch ein paar Zauber zeigen. Zum Beispiel den Feuerball. Der hat einen ordentlichen Wumms. Ja. Es ist ein genialer Zauber. Keine Ahnung, wieso ich den nie benutzt habe. Der ist einfach übelst. Eigentlich will ich dich als Ziel haben. Naja, dann halt so. Bombs. Bombs. Hihi. Vielleicht wollte ich ihn nie haben, weil er ja das ganze Zeit aufladen, aber das ist ja irgendwie auch kein Problem. Hihi. Ah ja. Yep. Ah. Aber sonst, ja. Sonst wäre es eigentlich alles, was man in Fable machen könnte, oder? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was man machen könnte. In der Höllengilde vielleicht noch eine kurze Mini-Quest. Händler, vielen so als Höllengilde von euch, dann lösen wir ihn zurück. Yes. Noch etwas irgendwie zaubermäßig. Leben heilen, Geisterschwert, Geisterschwert. Pushe ich das noch auf? Naja, kaufen, kaufen. Heil, kaufen. Leben heilen, ja, ist einfach Heilzauber, brauche ich nicht. Lebenabzug, herbeirufen, ja, herbeirufen. Das auch noch. Ah, komm, nochmals. Es ist eben ein guter Zauber, dann kann ich nicht meistern. Das finde ich doof. Beim Herbeizauber, ich glaube diese Zauber. Ja, es ist so, man hat am Anfang so eine kleine Killerbiene, aber die kann man, die wird stärker, wenn sie, sie übernimmt die Form des Gegners, den sie zuletzt getötet hat. Oder den sie getötet hat. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel meine Biene hier irgendwie, nicht so ein Vieh da, sondern, hau ab. Sondern einen Banditen killt. Ich will nicht so ein. Ich bin schon stärker. Ja, hier. Da, komm her. Verdammt, jetzt habe ich den auch schon gekillt. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Viecher hasse? Na je. Naja.
Aber man kann es, glaube ich, bis zum Lakaien aufwerten. Oder vielleicht auch bis zum Herbeihofer. Keine Ahnung. Man muss einfach, ja. Man kann zum Beispiel Lakaien so sehr schwächen und dann von der Biene killen lassen. Dann kann man einen Lakai beschwören. Aber ja. Das nächste Mal wird Jack definitiv umgenietet. Also, ciao, ciao und bis dann.